Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ihr seht mich schon im Hintergrund jetzt hier, während ich rede, direkt spielen. Ich möchte euch, also nicht Path of Exile 2, noch nicht, aber ihr seht mich jetzt hier in Path of Exile 1 und ich bin hier mit einem Marodeur unterwegs, mit einem Build, den ich gerade versuche zu machen. Aber ich möchte euch heute im Video jetzt nicht irgendwie genau was über diesen Build erzählen, sondern ich möchte euch einfach was erzählen, wie meine Erfahrung bisher ist mit Builds allgemein in diesem Game und was ich denke, was für euch als Einsteiger noch ganz interessant sein könnte, zu wissen einfach, wenn ihr in Path of Exile 2 einsteigt, was Builds angeht, Buildbauen angeht und wie ich euch von meiner Perspektive bisher empfehlen würde, an die Sache ranzugehen. So habe ich bisher jede Menge Spaß und ich möchte euch da einfach meine Herangehensweise ein bisschen näher bringen, damit ihr möglichst für euch auch viel Spielspaß in Path of Exile 2 finden können. Ich werde bei der ganzen Geschichte jetzt vielleicht auch auf Widerstand treffen, also einige Stimmen, die da vielleicht was sagen, was erzählst du davon Mist und denken die ganze Sache ganz anders. Ich möchte trotzdem, ich bin eher und bei jedem Spiel bisher derjenige gewesen, der eher gesagt hat, sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe, ja. Also natürlich will ich auch in Path of Exile 2 Build Guides mal machen und was vorschlagen oder sagen, was ich gerade so mache. Aber ich denke, es ist einfach auch eine ganz interessante Sache für Spieler, dass sie sich selber damit auseinandersetzen, wie das Ding funktioniert, sich selber eine Aufgabe stellen oder eine Mission machen, was sie denn machen möchten in einer neuen Season oder in einer neuen Liga jetzt in dem Fall, damit sie selber ausprobieren können, ob das, was sie sich da vorgenommen haben, klappt oder nicht. Wir sehen natürlich alle immer bei Path of Exile diesen riesen Skillbaum, der ja auch monströs ist bei Path of Exile 2. Und der Punkt ist halt einfach der, ne? Also ihr seht halt einfach, dass das der Skillbaum für alle Klassen ist. Die eine startet hier, also der Marodeur startet hier, hier unten starten halt eine andere Klasse, hier startet eine andere und so weiter. Dementsprechend ist natürlich auch, wenn die Klasse hier rüber will zu den Sachen, ist natürlich der Weg extrem weit. Vielleicht macht das hin und wieder für irgendjemanden Sinn, aber man muss halt wirklich dann genau drüber nachdenken, was man machen möchte. Normalerweise gibt einem der Start, die Startzone in diesem passiven Skilltree etwa ein bisschen vor, wo die Stärken von der jeweiligen Klasse liegen und in welche Bereiche man da reingehen könnte. Hier ist ja zum Beispiel, hier sind Elementarwiderstände direkt dort, Lebensregeneration, erhöhte Rüstung, dann haben wir hier Blocken als Möglichkeit, also hier sind ein paar Notes einfach drin, wo naheliegend sind. Und ich denke, das ist das Schöne bei dem System von Path of Exile allgemein. Ich denke, das wird sich auch im Zweier wieder zeigen, dass ihr einfach wählen könnt, ob ihr euch einer total verrückten Variante stellen möchtet und zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt dann hier raus aus der Nummer und gehe darüber, ja, in die Richtung rein, da runter und so rüber und mach da irgendwas in dem Bereich, zum Beispiel auch mit einem Bogen, ja, könnte man denken, könnte man theoretisch machen, ja. Oder ihr sagt zum Beispiel, was ist jetzt hier so naheliegend, wo wird man jetzt hier hingeleitet, was ist in der nächsten Nähe, was ist das Naheliegendste für mich und die Klasse, die ich gewählt habe. Und da sehen wir natürlich, dass wir hier einiges an Stärke bekommen, das wird ja in Path of Exile 2 anders sein, hier gibt es dann keine speziellen Stärke-Notes mehr und da drüben sind zum Beispiel spezielle Geschicklichkeitsknotenpunkte, sondern man kann bei diesen Knotenpunkten, bei diesen Travel Notes wählen, möchte ich das als Plus Stärke haben, als Plus Intelligenz oder als Plus Geschicklichkeit. Aber davon mal abgesehen, ist es einfach so, ich habe mir hier gedacht für meinen Marodeur, Mensch, das mit dem Gegenschlag gefällt mir. Also das mit dem Gegenschlag sieht letztendlich so aus, wenn ihr was erfolgreich abwehrt, dann habt ihr ein Zeitfenster für einen Gegenschlag. Wenn das jetzt oben drüber aufleuchtet, diese beiden Symbole hier, habe ich zum Beispiel diesen Skill und diesen Skill. Das der rechte ist das Ausweiten, das ist das, was ihr als zweites gesehen habt. Und das hier ist die Faust, die runterkommt, das ist das hier, das schmetternde Faust, ja. Und beides sind Gegenschlagfähigkeiten, ja, die sind von diesem Typ. Und um jetzt einfach mal einzusteigen für euch, wenn ihr jetzt in Path of Exile 2 unterwegs seid und ihr fragt euch, ja, was mache ich denn da? Brauche ich jetzt direkt einen Build-Guide von Creator XY? Ja, das sind ja manche auch schon schlotternd unterwegs, weil Faxtra Life vielleicht schon einen Guide im Voraus bringen könnte und da wird sich jetzt schon drum geschlagen, wer die ersten Guides bringt. Oh, dass ich das Gezabbel nicht mehr habe da.
Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich, also jetzt auch euch vorschlagen würde, am Anfang bekommt ihr im Laufe eures Levelprozesses Edelsteine. Wird auch in Path of Exile 2 so sein. Ihr findet die, ihr könnt die dann schleifen, könnt zum Beispiel sagen, ich möchte gern Fähigkeit X haben. Das ist ja nicht mehr so kompliziert wie hier jetzt, dass ihr dann eine Liste von Edelsteinen habt und dann ist das Inventar voll mit lauter Edelsteinen. So, ihr könnt aus so einem Menü wählen und seht dann Edelsteine und wisst, was ihr schleifen wollt und dann könnt ihr den Skill in euer Menü reinslotten, könnt ausprobieren. Und ich fände es wichtig als ersten Schritt, dass ihr ausprobiert. Also wenn ihr einen Skill findet, packt ihn rein, packt ihn in euer Skillmenü und probiert's aus. Geht einfach raus in die Welt, so, und dann kommen da irgendwo mal Feinde und dann haut ihr die einfach, ja, mit dem Skill und mit mehreren Skills, die ihr da findet. Packt die einfach alle, slottet die und haut die da rein und dann guckt einfach, macht es Spaß. Fühlt sich das mächtig an? Ist das etwas, was ihr, wie ihr euch bewegen wollt, wie ihr spielen wollt? Klingt das gut? Ja, natürlich könnt ihr auch immer darauf achten, zum Beispiel habt ihr noch einen Movement-Skill dabei, ich habe jetzt zum Beispiel den Schildansturm dabei, einfach fürs Movement, ja, dass ich schneller durchkomme und dann meine Sachen machen kann, ja, das könnt ihr immer noch dazu ergänzen, aber ihr sucht erstmal die Skills, wo ihr sagt, boah, die Fetzen, die finde ich geil, ja, und dann ist das zum Beispiel, wo habe ich es denn jetzt hier drin, Ausweiten, ja, das ist dieser Skill, den ich auf der rechten Maustaste habe und ich finde den richtig cool, dann wird es auch in Path of Exile so 2 so sein, dass ihr dann seht, okay, was ist da los? Es ist ein Angriff, Wirkungsbereich, Gegenschlag, physisch, Nahkampf. Es hat also mit Gegenschlag zu tun, ja? Führt einen Gegenschlag gegen einen geblockten Treffer durch, ja? Und da kommen wir dann zu dem Punkt. Sobald ihr das gefunden habt und sagt, boah, Ausweiten, Mensch, das klingt für mich nach einer richtig bombigen Fähigkeit. Also da möchte ich reingehen, das möchte ich pushen. Dann wisst ihr, dass das eine Gegenschlagfähigkeit ist und dann wisst ihr, wenn ihr euren Baum aufmacht, Gegenschlag. Und das wird Path of Exile 2 genauso bieten, dass ihr jetzt hier zum Beispiel sagen könnt, ihr braucht nur Gegenschlag eingeben, ja? Und dann wird euch hier gehighlightet, hier zum Beispiel hier unten, ja? Das hat noch was mit Gegenschlagfähigkeiten zu tun. Das hier auch. Die Note hier auch. Die hier auch. Da habe ich zwar schon reingeskillt, aber sie leuchtet trotzdem. Und ihr seht einfach, da leuchten die Sachen auf, die Gegenschlag verbunden sind und irgendwas damit machen. Und dann seht ihr zum Beispiel, Gegenschlagfertigkeiten verursachen 15% erhöhten Schaden, 15% erhöhten Schaden, 16% erhöhten Schaden, ja, verlängerte Betäubungsdauer und so weiter und so fort, größerer Wirkungsbereich, ja. Und dann habt ihr den ersten Input, den ihr braucht. Also wenn ihr Anfänger, Einsteiger seid, dann habt ihr den ersten Input, den ihr braucht. Da braucht ihr keinen Build Guide von niemandem eigentlich, sondern da braucht ihr nur euer eigenes Gehirn. Und könnt ihr einfach dann sagen, boah, cool, okay, Gegenschlag, Mensch, das probiere ich doch mal aus. Wie kann ich Gegenschlag bis ans Maximum pushen, ja? Und dann guckt ihr einfach, okay, wo sind die Dinger? Wo ist der Weg nicht so lang, dass ich da hinkomme, ja? Und dann probiert ihr das mal aus. Dann geht ihr zu diesen Knotenpunkten, pusht die mal und dann guckt ihr, was mit euren Gegenschlagfähigkeiten passiert. Hauen die Feinde weg oder braucht man da jetzt, dann muss man dreimal den Skill auslösen, bis irgendwas passiert bei normalen Trash-Mobs und so weiter. Und dann habt ihr schon eine Idee. Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das stark an? Und dann habt ihr, während ihr die Akte durchspielt, mehrere Skill-Checks, sag ich mal so. Ihr habt verschiedene Bosskämpfe, ihr habt dann höherstufigere Feinde, besser gepanzerte Feinde teilweise und so weiter. Und da könnt ihr euch dann dran ausprobieren. Und da merkt ihr dann Schritt für Schritt, was ist jetzt los? Ja, also ist das noch stark genug? Ist es nicht stark genug? Komme ich durch den Content durch? Wie schnell komme ich durch den Content durch? Und je nachdem überlegt ihr dann, muss ich noch mehr die Gegenschlagfähigkeit zum Beispiel mit Schaden pushen? Und oder zum Beispiel, um die auszulösen, weil ich muss ja quasi getroffen werden, jetzt bei wenn ich mit Gegenschlagfertigkeiten unterwegs sein möchte, werde ich ja getroffen. Na, oder ich habe die Tendenz, dass ich getroffen werde, weil ohne getroffen zu werden, also ohne zu blocken, ohne einen Schaden tendenziell einstecken zu müssen, kann ich keine Gegenschlagfähigkeit auslösen. Das heißt, was brauche ich dann logischerweise? Ich brauche eine hohe Chance auf Blocken. Die kriege ich zum Beispiel über mein Schild. Ich brauche am besten viel Panzerung, ja, ich muss viel Damage aushalten können, das heißt Fokus Lebenspunkte, Fokus Rüstung. Man könnte vielleicht darüber nachdenken, Energieschild. Man könnte gucken, dass man den Life Pool erhöht, die Lebenspunkte erhöht, ja, und solche Dinge. Und dann eben auch hier zum Beispiel zu sagen, okay, Mensch, Blockchance, blocken, ja, hier, 3% Chance, Angriffsschaden zu blocken, Elementarwiderstände zu pushen, um mehr Damage einstecken zu können, braucht man mit Sicherheit dringend, ja. Solche Sachen einfach sich dann hier rauszusuchen, hier auch nochmal, was ist mit Schilden, ja, Angriffsschaden zu blocken, Zauberschaden dann im Endeffekt auch zu blocken
und dann einfach zu schauen, wie kann man das noch mit einem Schild pushen. Ich habe mich dann einfach fürs Schild entschieden, um dann zu sagen, hey, ich habe eine höhere Blockchance, ich habe mehr Verteidigung, ich kann mehr Schaden tendenziell einstecken und ich kann die Blockchance erhöhen. Alles gute Sachen, die ich haben möchte. Ausweichen habe ich jetzt gedacht, finde ich nicht so gut, weil ich möchte ja blocken quasi. Und Ausweichen steht ja nicht fürs Blocken, sondern ich weiche dem Schlag insgesamt aus und ich möchte meine Gegenschlagfähigkeiten möglichst häufig anwenden. Das erstmal für den passiven Skillbaum. Wie hangelt man sich dann da tendenziell durch? Das ist so eine Sache, wie man anfangen kann, über die ganze Sache nachzudenken. Und wenn man dann einfach merkt, okay, man frisst viel Schaden, dass man dann eben versucht, diese defensiven Fähigkeiten, die Blockchance, die Rüstung und so weiter, Elementarwiderstände zu erhöhen, um das spielen zu können, was man spielen möchte. Dann kommen wir natürlich im Laufe der Zeit zu der Frage, ja, natürlich möchte ich den Skill auch weiter pushen und die Skills, die ich dabei habe, weiter pushen und in einer unterschiedlichen Art und Weise anwenden. Und da geht man dann an die Unterstützungsedelsteine hin, schaut, was hat man da im Repertoire oder was gibt es zur Auswahl, wie kann ich das verbessern? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das angucke, das werdet ihr dann später in einem Menü haben, bei Perfect-Sile 2. Dann seht ihr, welcher Unterstützungsedelstein für welche Fertigkeit gilt. Bei Perfect-Sile 1 ist es noch so gemacht, dass ich jetzt hier zum Beispiel drüber fahren kann mit der Maus und bei Ausweiten, seht ihr jetzt bei diesem kleinen Fensterchen, ist ein grüner Haken dran bei Ausweiten. Das heißt, dieser Unterstützungsedelstein ist gültig für Ausweiten. Packe ich den natürlich da dazu. Ne? Und bei dem ist es genauso. Da seht ihr jetzt hier, bei Ausweiten ist ein grünes Häkchen dran und hier ist es ebenfalls so. Ja, und dann habt ihr natürlich noch Indikatoren, sag ich mal, wie hier bei eurer Waffe. Ihr seht natürlich, dass das ein extremer Schaden pro Sekunde Verlust ist, wenn ich die Waffe raustue. Und so kommt es dann im Laufe der Zeit einfach, während ihr spielt, dazu, dass ihr weitere Unterstützungsedelsteine findet, die diese Skills pushen, mit denen ihr rumprobieren könnt. Macht ihr dann mehr Damage? Verändert ihr den Skill so, dass es euch Spaß macht, dass es euch hilft, euren Schaden zum Beispiel zu fahren, dass es euch hilft, euch zu schützen? Ich habe zum Beispiel hier, das hatte ich jetzt gar nicht an, ja, ich habe hier zum Beispiel eine Aura dabei, die euch und Verbündeten dann Lebensregeneration gewährt, einfach um ein bisschen tankier zu sein. Hier habe ich mehr Flächenschaden, beziehungsweise hier ein Trade-off. Das habe ich auch so nebenbei noch dabei, um das Ganze einfach ein bisschen zu pushen. Dann habe ich, jetzt hat sich hier ausgetauscht, weil ich gerade ein Problem hatte. Hier zum Beispiel so ein Skill habe ich mal mitgenommen. Damit bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden, gerade momentan. Aber das ist einfach so, das geht in die Entfernung. Ja, und das habe ich gemerkt, einfach ist was, was ich dabei haben möchte, um das zu machen, was ich gerne machen möchte, hier mit dem Build. Und so puzzelt ihr euch das im Laufe der Zeit zusammen und merkt dann einfach langsam, was miteinander harmoniert. Wenn ihr natürlich den Skill-Check im Spiel ignoriert und zum Beispiel bei Path of Exile 2 dann auch merkt, hey Mensch, ich komme jetzt schon nicht mehr durch die Akte durch, ich komme nicht mehr durch die Trash-Mobs sozusagen durch und es dauert eine Ewigkeit, es macht keinen Spaß mehr, ich verbrauche Zeit ohne Ende, um normale Gegner tot zu bekommen, dann ist das für euch ein Hinweis, Leute, da stimmt was nicht. Entweder es liegt dann dran, dass ihr euer Gear einfach auf ein neues Level bringen müsst, sozusagen in dem Sinne, dass ihr was Beschissenes ausgerüstet habt, sagen wir es mal so, was nicht dazu passt oder was einfach besser sein muss. Oder ihr merkt, dass ihr euch dann vielleicht hier irgendwo verirrt habt und zum Beispiel Attribute dabei habt, die nicht zu dem passen, was ihr da macht. Oder dass ihr Unterstützungsedelsteine mit reingeslottet habt, was eigentlich, glaube ich, mit Path of Exile 2 gar nicht mehr funktionieren dürfte, weil es euch direkt anzeigt, welche Unterstützungsedelsteine zu welchem Skill auch überhaupt möglich ist, dass ihr eigentlich da gar keinen Fehler mehr machen könnt. Gehen wir aber noch kurz zu einem anderen Punkt einfach mit rein. Andere Dinge, die ihr beobachten solltet vielleicht im Laufe der Zeit, sind natürlich einerseits, was habt ihr in Ringen? Ist da auch alles relativ aktuell hier, was ihr am Start habt? Ja, aber auch zum Beispiel, was ihr mit dem Crafting macht. Habt ihr magische Items, die ihr noch zu gelben Items machen wollt? Ja, solche Dinge zu bedenken, da wird es ja auch wieder einiges an Crafting-Material geben. Macht es einfach hoch. Perfect Sile 2 wird dafür gemacht sein, dass ihr diese Crafting-Materialien besonders auch am Anfang relativ häufig auf euer Gear anwendet, um mehr Präfixe und Suffixe drauf zu machen. Also allgemein eben diese Attribute, die hier drauf sind. Treffergenauigkeit, mehr zur Rüstung, erhöhte Rüstung, maximales Leben, dieses Zeug.
Das ist super wertvoll für euch, besonders in den ersten Levels zum Einsteigen und sich zu pushen und natürlich auch euren gesamten Schaden einfach weiter nach oben zu bekommen. Ja, achtet da immer drauf, wenn ihr in euer Charakterfenster geht und schaut, was beeinflusst denn jetzt euren Schaden und welches Item beeinflusst euren Schaden, wie hoch und warum ist denn dann der Verlust hier so groß? Also jetzt hier, wenn ihr seht, 936, wenn ich Schild wegnehme, ist 590. Was macht denn das alles? Warum habe ich denn mehr Schaden dadurch? Worum genau geht's denn da? Was beeinflusst das ganze Zeug denn eigentlich? Und so findet ihr nach und nach immer mehr das Puzzle, Teil zum gesamten Puzzle. Und das einfach herauszufinden, finde ich, ist ein spaßiger Prozess. Und das Wichtigste ist, denke ich, halt einfach, dass ihr euch selbst dann im Laufe der Zeit auf die richtige Fährte führt. Und das ist halt dann auch damit verbunden, wenn ihr zum Beispiel dann im Lager seid bei euch und ihr habt dann irgendwann hier einiges rumliegen an, sag ich mal jetzt hier zum Beispiel Steinchen, ja, habt ihr hier ja auch die Möglichkeit zu suchen, ja, Gegenschlag, ne, welche Fertigkeiten habe ich denn jetzt hier, ja, das sind ja sowieso die gleichen, aber ihr habt jetzt hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, Moment, direkt hier zu suchen, was sind Unterstützungsedelsteine, dann werden euch die angezeigt und dann guckt ihr, okay, welche Unterstützungsedelsteine habe ich denn? Was könnte ich noch ausprobieren? Was habe ich noch nicht ausprobiert mit den Fähigkeiten, die ich dabei habe? Geht, rüstet das aus, geht raus und probiert es aus. Und dann werdet ihr irgendwann irgendwie die Lösung für eure Probleme finden. Und ich würde euch einfach raten, das direkt anzugehen, sobald ihr merkt, dass ihr größere Schwierigkeiten bekommt beim Content. Und wenn ihr ausschließen könnt, dass es an eurem Skill liegt. Also bei Path of Exile 2 wird es natürlich die spannende Frage sein, wie gut muss man mit der Ausweichrolle umgehen, wie gut muss man dem Schaden aus dem Weg gehen und so weiter und so fort. Aber wenn ihr denkt, hey, sag mal, ich streng mich hier voll an und ich mache das eigentlich gar nicht so schlecht und es funktioniert trotzdem nicht gut, dann guckt einfach diese ganzen Komponenten nochmal an. Guckt an, wie sieht's aus, Intelligenz, Stärke, Geschicklichkeitsverteilung, die ihr habt. Wie sieht's bei eurem Damage aus? Wie sieht's bei den Skills aus, die ihr dabei habt? Habt ihr die richtigen Unterstützungsedelsteine dabei? Und könnte ein anderer Skill sich vielleicht mal lohnen, den mitzunehmen, den auszuprobieren? Wenn ihr zu schnell sterbt, braucht ihr mehr Defensive. Wenn ihr zu lange für die Kills braucht, braucht ihr mehr Schaden. Und das sind letztendlich die grundlegenden ersten Fragen, die ihr euch dann auch stellen solltet in den ersten oder mehreren Stunden, die ihr dann ins Game reingeht. Was ihr dann für Typ von Gegenständen auch auswählt. Nehmt ihr zum Beispiel ein Schild mit, nehmt ihr kein Schild mit. Das sind alles solche Dinge, die man sich dann noch durch den Kopf gehen lassen kann und wo man eben seinen Schwerpunkt legt. Und das sind, denke ich mal, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die wichtigsten Sachen, die ich euch persönlich einfach von mir, so was ich bis jetzt an Erfahrung gesammelt habe, was ja nicht mega viel ist. Ja, ich bin ja nicht ein Path of Exile Veteran und mache das jetzt schon da Ewigkeiten, sondern einfach, was ich bisher so gemacht habe, sind das meine grundlegenden Empfehlungen, die ich euch bisher aus meiner Erfahrung einfach mitgeben kann und ich dachte auch, die sinnvoll mitzugeben sind für eure Reise in Path of Exile 2. In diesem Sinne, lasst mir natürlich gerne Fragen da oder eure Anregungen und so weiter. Würde mich freuen, wenn ihr das Video liked natürlich auch und ein Abo da lasst, falls ihr künftig auch mal was haben wollt, was vielleicht Build Guides und Guides allgemein zu Path of Exile 2 angeht. Ich würde auf jeden Fall was machen und ja, damit verabschiede ich mich dann einfach von euch und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einfach interessant für euch, das hier mal zu sehen an so einem Beispiel. Und dann bis zu einem nächsten Video vielleicht, Leute. Haut rein und